Liebe Bürgerinnen und Bürger von Odessa, zu Ihrem traditionellen Tag der Stadt Odessa gratuliere ich Ihnen ganz herzlich. Besucherinnen und Besucher Ihrer Stadt sind immer wieder bezaubert von Ihrer mediterranen und menschlich offenen Atmosphäre. In Odessa sind Spuren einer Geschichte sichtbar und erfahrbar, die der Legende nach bis in die Antike, auf jeden Fall aber ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Eine reiche Geschichte, geprägt ganz maßgeblich auch von jüdischer Kultur, die durch Pogrome Anfang des 19. Jahrhunderts und die Vernichtung jüdischen Lebens während der Besatzung durch die deutsche Wehrmacht jäh durchbrochen wurde. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Stadt Odessa eine bewegte Zeit erlebt, die von Umbrüchen geprägt war. Wir Berlinerinnen und Berliner wünschen den Menschen von Odessa von Herzen, dass am Ende der jetzigen Übergangszeit eine freie und weltoffene Stadt in einem freien und selbstbestimmten Land stehen wird, ein Sehnsuchtsort für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Wie in Berlin und in Städten überall auf der Welt stellt die Corona-Pandemie auch die Menschen in Odessa vor zahlreiche Herausforderungen. Deshalb wünsche ich Ihnen von Berlin aus Gesundheit und Zuversicht für die kommenden Monate. Ich grüße Sie ganz herzlich im Namen des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Herrn Michael Müller, und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und für Ihr Jubiläum.